Ja, schön, dass ihr alle da seid. Mir ist es wichtig, diese Sache am 6. Dezember, also diese globale Friedensmahnwache in Wien, das ist ja unsere Visitenkarte sozusagen, die kommen da alle zu uns und wir sind praktisch die Gastgeber. Und es war wichtig, dass wir uns da von unserer besten Seite zeigen und dass wir da eine richtige Aktion durchführen. Ja? Und die gehört aber geplant, die gehört geplant. Also das soll ein richtiges Friedensfest sein, mit musikalischen, künstlerischen Beiträgen und so weiter. Und das gehört organisiert. Vielleicht auch, dass man marschiert irgendwie oder irgendwelche Flashmobs inszeniert. Auf jeden Fall, das sollte irgendwie... Ja, da sollten wir eigentlich ein bisschen an Wind machen. Wir sollten ein bisschen an Wind machen, wir sollten das inszenieren. Wir sollten das richtig inszenieren und es wäre wichtig, dass alle, die da irgendwie einen Beitrag hätten oder eine Idee hätten, dass wir uns da vernetzen und gemeinsam ein Programm aufbauen. Und ich wäre auch der Meinung, der Bürgermeister Häupl soll das finanzieren, der soll uns etwas zur Verfügung stellen, irgendwelche Räumlichkeiten, weil im Winter kann es kalt sein am 6. Dezember. Also ich glaube, es ist genug Geld da, ja, für irgendwelche, was weiß ich, für einen Liveball und das ist alles okay, aber da muss für so eine Friedensveranstaltung auch Geld von der Gemeinde Wien da sein. Ja? Die Gemeinde Wien soll das ermöglichen, ja? Wenn da Gäste aus der ganzen Welt kommen zu so einem Thema, zu so einem wichtigen Thema. Und für uns ist es wichtig, ganz besonders, dass wir die alle da haben, weil wir haben ja eine größere Aktion geplant. Wir wollen ja die Donau-Friedenskonferenz initiieren, dass aus ganz Europa, überall her, die Friedensbewegten zu uns kommen und wir auf der Donau im internationalen Gewässer, im Transit, unter den Flaggen aller Länder einen Raum machen, einen Friedensraum, wo die Konfliktparteien sich treffen können, wo diskutiert wird, wo Lösungen gefunden werden und wo wir mit diesen Lösungen dann herausgehen, ja, und die Politik unter Druck setzen, dass sie Frieden machen muss, weil wir es verlangen. Ja. Es soll dort persönliche Friedensverträge gemacht werden zwischen den Völkern dieser Welt oder die was gerade in einem Konflikt sind. Es können Firmen, Organisationen können ihre Friedenserklärung abgeben. Wir können alle sagen, wir sind nicht bereit für einen weiteren Weltkrieg. Ja. Es muss ja mal der Zweite Weltkrieg beendet werden. Ja. Wir sind nicht bereit und wir machen nicht mit und wir werden das erklären. Wir werden uns hinausgehen und wenn das Hunderttausende, Millionen Leute weltweit erklären, sie lassen sich nicht mehr missbrauchen, es muss einmal eine Ruhe sein und dann kann die Politik das nicht mehr überhören. Wir müssen die Politik zwingen. Ja, die Zivilgesellschaft muss die Politik zwingen. Und wir wollen das hier in Wien praktisch initiieren, im internationalen Gewässer auf der Donau, die internationale Friedenskonferenz, wo eine internationale Friedensflotte sich bildet und dann in die Krisengebiete fort, in die Ukraine, auf die Krim und dann weiter nach Palästina. Ja? Und wo Friedensinformation, wo Aufklärung gemacht wird, wo vielleicht die freie Energie weitergegeben wird, weil wir haben sie schon. Ja? Nur diese Technologie ist nicht freigegeben und wir müssen schauen, dass die freigegeben wird, weil die Herrschaften, die das bis jetzt entwickelt haben, die sind alle unter die Räder gekommen und die wurden existenziell vernichtet. Und das muss anders laufen. Wir brauchen die freie Energie für eine freie Welt, ja? Und wir brauchen ein neues Finanzsystem, das wissen wir alle, das ist verbrecherisch und das werden wir durchsetzen. Und das alles ist nur eine Buchungsgeschichte. Ja? Wir brauchen keinen Krieg führen, wir brauchen nur eine Umbuchung durchführen und dann können wir alle im Wohlstand leben. Jeder, wo er her ist und wo er will. Gut, danke. So, als nächster der Stan, bitte. Und zwar über Manipulation.